Und herzlich willkommen zurück zu Mindtess, dem Stuhlverrückten Schieben. Mindtess Let's Play. Creative Server Let's Play. So. Haben wir schon wieder eine Folge lang relativ erfolgreich. Können wir wieder ein bisschen was, ne, einlagern, unsere Werkzeuge reparieren, eine neue Spitzhacke bauen. Unsere ist ja kaputt gegangen. Die eine. Zum Glück nur eine. Naja. Aber solange es nicht so viele sind, die kaputt gehen. Ich meine, wir haben noch massig Regenbogen-Gedöns, ne? Also. Aber. Wenn es so weitergeht, dann nicht mehr allzu lange. So. Du kommst dann mal direkt mal raus. Dafür kommst. Oh. Yay, es klappt. Backpack. Gott, wir waren ja voll, Alter. Holy shit. Wir brauchen 1, 2, 3. So, weg. Weg. So. Dankeschön. So. Haben wir soweit wieder fast alles? Das ist auch schon fast fertig. Sehr gut. Oh, 25 Taler. Muss ich auch noch rauspacken. Na komm. So. Habe ich jetzt eigentlich das Gestein von der Alpentour hingepackt? Das hatte ich doch noch irgendwo hingepackt, oder nicht? Habe ich das hier reingepackt? Nee, habe ich jetzt rausgenommen. Oder hatte ich das noch im Inventar gehabt? Ist doch kein Wunder gewesen, dass unser Inventar so schnell voll war. Naja, wer weiß das schon. Wer weiß das schon? Gott, haben wir mittlerweile viele Goldtaler. Ey, da können wir uns ja massig Zeug kaufen. Siehst du, wir können auch mal den Spawn-Besuch abstatten, fällt mir gerade nur so ein. Wait a minute. Hatte ich da irgendwas zum Verkauf, was Sinn macht? Spawn. So, erstmal gucken. Genau, hier das. Ah, ne, ist bloß Lebensmittel. Da hinten. Ah, schau mal an. Okay. Center Shop bei Sören. Nice. Not bad. Lol, Sören hat ja Zugriff auf den gesamten Spawn. Oha. Sören, falls du das siehst, ich finde es nicht schlimm, dass du Zugriff auf den gesamten Spawn hast, aber du musst tierisch aufpassen, ne? Nicht, dass du hier aus Versehen, weil, ne, passiert mir persönlich ja auch ab und zu, dass du aus Versehen, ne, wenn man hier so ab, keine Ahnung, also, aufpassen, dass du hier nichts kaputt machst aus Versehen. Mit großen, wie heißt das? Genau, mit großer Macht für großer Verantwortung. So, was wollt? Gut. By the way, ist das natürlich ein bisschen falsch geschrieben, da fehlt das T. Sie hat nicht Zugriff auf den Spawn Point, sie hat Zugriff auf den Spawn Point. Was auch immer ein Point ist. Ich weiß es nicht. So, was war hier? Warum habe ich... Stimmt, ich habe ja Uran hier zum Verkauf. Eben weil es so schwer zu finden ist. Da können wir eigentlich das mal kaufen. Besser als das Geld gar nicht auszugeben. Hier aufklicken, ne? Ja. Das wären 10, 20,
Also ungefähr so 20 oder so. Könnten wir uns knapp 60 mal Uran kaufen. Lohnt sich das? Dreieckig schon. 60 mal Uran? Besser als 600 Goldtaler. Alles andere brauchen wir nicht wirklich. Gut, doch Mesekristalle könnten wir auch ein paar. Was brauchen wir mehr? Mese oder... Weil Mese haben wir ja eigentlich massig. Was wir halt eher bräuchten, wären Diamanten. Gibt's hier aber nicht. Ja, und ich habe auch die Dinger hier, ne? Gerade weil ich auch gemerkt habe, es gibt hier kaum Orte, wo Ananas spawnt. Ich meine, wir hatten jetzt noch zwei Orte gefunden gehabt im Let's Play, aber eben. Nach denen habe ich eine ganze Weile gesucht, von daher. Habe ich die auch mal zum Verkauf angeboten. Und die Dinger hier, die wachsen irgendwie gar nicht. Ich habe auch gelesen, damit die überhaupt, also die wachsen ultra langsam. Da musst du wirklich eine ganze Weile lang an einem Ort stehen, damit die dann da wachsen. Da bei mir sowieso die Active Range relativ klein ist, sinkt die Wahrscheinlichkeit quasi noch mehr, dass das Zeug mal irgendwo wächst. Ich habe auch mal spaßenshalber mir einfach mal so eine grüne Fläche genommen, also habe mich quasi als Walker bei meinem Hotel hingestellt und habe da, weiß nicht, gefühlt mehrere Stunden gestanden. Habe quasi einfach zum Beispiel den Fenstermodus offen gehabt, minimiert. Denn wie gesagt, der Server läuft im Hintergrund weiter, ne? Aber auch trotzdem ist da kein einziger Strauch gewachsen. Also ich weiß nicht, ob die irgendwelche besonderen Bedingungen brauchen, dass zusätzlich noch irgendwelche speziellen Biome erwarten. Ich dachte halt bisher einfach nur, dass sie halt allgemein auf grünen Blöcken wachsen, also auf Grasblöcken quasi. Und dass sie halt extrem selten wachsen, aber wie gesagt, die wachsen scheinbar sehr selten. Also sehr selten. Gut, ich würde mal sagen, wir kaufen hier noch ein paar. Komm, 3 Stacketaler lassen wir mal da. So, jetzt haben wir noch genau 3 volle Stacketaler. Und haben dafür nochmal 46 mal Uranklumpen. Das ist schon ganz in Ordnung. Finde ich nice. Und wieder eine erfolgreiche Höhlentour. Sehr schön. Achso, halt, Uran kommt ja hier rein. Da haben wir, wie viel haben wir eigentlich schon? Kronklumpen, Uran. Hä? Ach ja, das habe ich ja komplett eingegrindet. Also da war ja was. So, sollen wir das jetzt gucken? Wo waren das? Uran hatten wir hier oben in den Kisten drinnen, ne? Achso, halt. Ach komm, Alter, schon wieder. Wenn wir schon wieder über 3 Sachen gleichzeitig nachdenken. Genau, Uran hatten wir hier oben drin. Das, genau, das hier. Ah, haben wir komplett alles eingearbeitet. Okay. So, jetzt muss ich mal gucken, um darauf 2 zu bekommen, mussten wir es jetzt direkt hier grinden, ne? Nein, Schleifmaschine. Ich packe mal erstmal 1 da rein. So, jetzt müssten da 2 rauskommen. Genau, okay. Sehr schön. So, was wir jetzt machen wollten, ist das hier. Dankeschön und die nächste bitte rein. Achso, die Taler kann ich wieder. Die Taler kann ich wieder nach oben bringen. Was mache ich hier gerade? Keine Ahnung. Taler! 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 So. Weg, weg, weg. Papier packen wir bitte mal hier unten hin. So. Dann müssen wir erst gucken, wie viel Blei haben wir jetzt mittlerweile schon. Blei. Ach ja, stimmt, der Blei habe ich da unten in der Kiste gelagert. Ich schon wieder. Vollidiot. Nee, nee, nee. Das gibt der aber gar nicht. Da unten. Das war gerade ein Misch aus unten und hinten. Genau. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen knapp 900, ne? Oder etwas mehr als 900. Und wieso war das? Also wir haben mittlerweile die Hälfte. Haben wir mittlerweile. Heieiei. Das kann heiter werden. Das kann richtig heiter werden, ey. So, du bist fertig. Du bist fertig. Dann geht jetzt wieder unten runter in die Höhle. Vorher packe ich dich mal hier rein. Und dann
Wollt ihr noch ein bisschen Holz oder sowas? Ich meine, gut, Stöcke haben wir dabei, damit können wir auch nochmal locker 40 Fackeln machen. Da gehen uns eher die unsere Spitzhacken aus. Vor allem, wenn ich wieder alle kaputt mache. Verbrennst du mal? Ich bin doch schon wieder viel zu weit für die obere Höhle, oder? Okay. Ach, da! Hier ist sie doch! Los mal hier, schneller hier. Kupfer. Und schon war es eine erfolgreiche Höhlentour. Einmal Kupfer, alles gerettet. So, wie sieht's hier aus? Auf unserem kleinen Podest. Genau, hier waren wir schon. Zuletzt waren wir da ganz hinten, ne? Da haben wir die Stadt unsicher gemacht. Weil es da relativ viele Ressourcen gab. Oh, hier. Oh. Okay, wisst ihr was? Wenn es hier vorne Blei gibt, dieser Haufen hier schaut mich sowieso. Ich glaube, wir machen hier mal ganz kurz klar Schiff. Alter, Kupfer! Kupfer! Okay. Ich kann es also gleich mal ausdehnen. Lass mich doch mal raus hier, danke. Wir tragen einfach mal hier vorne den gesamten, naja, Berg schlecht, weil der Berg geht da hoch. Das heißt, den Berg abtragen, keine gute Idee. Aber wir bauen den gesamten Berg hier mal ab. Also so ein bisschen so abschrägend quasi. Die Frage ist, wie machen wir es am dümmsten? Am besten erstmal hier schichtweise, also erstmal hier die obere Schicht. Oh, nein. Obere Schicht. Damit ja auch dieser komische Wulst mal hier weg ist, ne? Jetzt ist natürlich immer schön dunkel. Da weiß ich noch nicht genau, wie wir das machen. Dass es halt nicht dunkel wird. Da kommt meine Fackel hin. Dann kommt mal da eine Fackel hin. Da kommt eine Fackel hin. So, der ganze Schund hier kommt auch mal weg. So, kommt mal die nächste Schicht dran. Das ist noch dunkler. Ach, fuck. Tja, Berg in der Höhle abtragen ist natürlich relativ blöd, weil es noch relativ schnell dunkel wird. Aber scheint doch die effektivste Art zu sein, um an Blei ranzukommen. Die Frage ist nur, wie realisieren wir das? Dass wir jetzt nicht dort hier im Dunkeln stehen, wisst ihr? Ich glaube, ich weiß nicht. Und zwar gehen wir mal. Guck mal, hier ist auch schon wieder Blei. Okay, lassen wir mal, damit wir da später wissen, dass da noch mehr Blei ist. Wir machen erstmal hier einen so einen kleinen. Warte mal ganz kurz. Bevor ich mich hier ganz dumm anstelle, was ich sowieso schon mache, also jetzt mal no joke, würde ich gerne hier direkt mal eine Brücke rüberbauen. Das heißt, ihr kommt mal hier weg. Fuck. Ah, und die nächste Spitzhacke ist weg. Easy. So, hier würde ich gerne mal eine Brücke rüberbauen. Ja. Mit der Brücke aus Stein sieht das natürlich auch eher scheiße aus. Machen wir dann noch ein paar Stützpfeiler dran, damit das Ganze wenigstens einigermaßen ordentlich aussieht. Gott, wie dunkel. Kriegst du ja Angst.
überhaupt irgendwo rauf? Ja doch, genau. Scheiße, ich wollte auf der Seite machen. Oh, Alter. Ist jetzt nicht. Ach, Alter. Ja. So viel zu dem Thema. Gut. Zum Glück habe ich das gerade im Flugmodus gemacht. Da ist die Verschwendung an Zeit aufgrund von Dummheit nicht ganz so schlimm. Ist nicht euer Ernst. Ihr wollt mich doch verkindskoppen. So, feiern. So, jetzt habe ich hier nämlich eine schöne Brücke. Wird erstmal zuallererst brauchen. Habe ich jetzt noch Fackeln eigentlich? Nein. Dann machen wir uns mal schnell eine. So, was ich sagen wollte, ist, wir machen jetzt hier, oder deswegen wollte ich nämlich auch eine Brücke haben, dass wir hier quasi bauen können, wie wir wollen, ohne dass ich mir irgendwie einen Weg abbaue. Wir bauen uns erstmal hier einen so kleinen Kanal rein. Ne? Ich sag mal so 2x4 irgendwie sollte relativ gut sein, also so in dem Durchmesser quasi. Ich wollte noch eine Schippe bauen, kann das sein? So, können wir nämlich hier quasi Fackeln reinstellen. Ungefähr so und so und so und so. Und dann können wir quasi diesen Gang hier immer nach links und rechts erweitern, ohne dass es jetzt der quasi dunkel wird, ne? Wollen wir quasi die Fackeln nicht immer wieder abbauen. Wir brauchen definitiv eine Schippe. Ach, scheiße. Erstmal überspringen. Klettern wir einmal drüber und dann. Frage ist, wie tief. 1, 2, wie tief sind jetzt? 1, 2, 3. Doch, genau 4. Also hier 4 nach unten bauen. 1. Ach, scheiße. 1, 2, 3, 4. Alter, seht ihr? Schon haben wir überall Blei. Ich sag doch, das ist hier gerade für Blei abbauen echt die effektivste Möglichkeit. Relativ schnell an relativ viel ranzukommen. Soll das jetzt mal reichen? Dann müssen wir jetzt. Ach komm, ich komme mal das hier ganz kurz weg. Das dauert so ewig. Haben wir irgendwas? Nee. Momentchen mal. Ich habe doch garantiert hier eine Schippe dabei, oder? Nee. Na gut. Dann muss leider einmal Eisen drauf. Ich habe auch keine Stöcke dabei. Da. Dann halt so. Du bitte einmal. Genau. Ja, komm.
Dankeschön. Dass ich mich noch mit Stahlwerkzeug abgebe hier, Alter. Holy shit. Alter, wie langsam das ist, Alter. Selbst Metall, Alter. Wie langsam das im Vergleich zu unserer Regenbogenkacke ist, Alter. Das ist... Naja. Verwöhnung extrem. Aber das ist genau das, was ich meinte. Wenn man lange genug mit dem Regenbogenzeug arbeitet, dann kackt man selber auch Regenbogen. Ne, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Ne, aber dann ist man halt, ne, dann fühlt man sich wie, als wenn man in die Steinzeit zurückfällt, nur weil man mit Eisenwerkzeugen arbeitet. Ja, das ist schon heftig, das ist schon echt heftig. So, jetzt fangen wir hier mal die nächste Reihe ab. Der erste Spitzhacke ist doch schon wieder fast fertig hier. So, reicht aus. Du hast deinen Dienst erfüllt. So. Und so auf die Art haben wir jetzt quasi den gesamten Berg kaputt. Hier sieht man schon wieder weiteren Stoff. Ist also tatsächlich eine relativ gute Art. Moment, ich bin viel tiefer. Nee. Drehwurm. So. Nein! Wir verhungern! Erstmal wieder richtige Reihenfolge machen. Also ganz hinten kamen die Fackeln hin. Da kommen wir zum Essen hin und mehr habe ich gar nicht. Derzeit. Sehr schön. Wir könnten es natürlich auch etwas anders machen, dass wir quasi Gänge schlagen in den Fels rein. Quasi immer ein Gang, dann zwei, also ein Block schmalen Gang, dann quasi zwei Blöcke so lassen, wie sie sind. Dann wieder ein Gang. Aber da haben wir wieder Probleme mit dem Ausleuchten. Müssen wir wieder ewig ausleuchten. Ich denke mal, da sind wir hier so schon schneller. Wenn wir einfach drauf losbaggern. Baum, na weiter. Alter! Okay, wow. Ja. Regenbogen AD. Was machen die jetzt da draußen, Alter? Ernsthaft jetzt? Tja, gute Frage, ob wir damit wirklich so schnell sind, wie ich gehofft hatte. Ich meine, wir stoßen jetzt relativ häufig auf Blei, aber wir bauen halt auch Unmengen an Stein ab. Gerade was die Effizienz von den Spitzhacken angeht, ich würde mal sagen, da brauchen wir einfach zu viel Regenbogenspitzhacken, kann das sein? Okay, also doch wieder klassische Art. Du Kupfer. Was? Ja,
ich würde mal sagen, wir bleiben einfach bei der klassischen Art. Immer wenn wir ein bisschen Zeug finden, kommen wir dann mal ein bisschen weiter. Ja. Eigentlich haben wir mal die Regenbogen. Auch eine geile Aussage. Eigentlich habe ich mal die Regenbogen. I'm gay. Ein Game, Double D, Double Die, Double D, Double Die. Bäh. Naja, immerhin schöner Gang hier drinne. Vielleicht machen wir daraus später noch was. Besser. Da sagt man immer, alles, was ich erzähle, ist Käse. Siehste? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, sind unsere Taschen voll. Nein. Irgendwie ganz schön Zufall, ne? Ich meine, Mese klingt fast wie Käse und es ist beides gelb. Vielleicht, ne? Sind es doch irgendwie Geschwister einer verwandten Mutter. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Jetzt noch. Ah, schon ist wieder dunkel. Ich sehe nichts mehr. In Berlin, ja. Was ist los? Okay, ich würde mal sagen, wir reparieren erstmal unsere Werkzeuge. Das hier sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Hier gibt es noch viel mehr. Warte mal ganz, warte. Wie war das jetzt eigentlich? Was für Homes haben wir jetzt eigentlich mit der Zeit? Home, Walk und Uran. Wir haben eine Uranstelle? Stimmt. Lol. Aber ich würde mal sagen, dieses Walker Home kann weg. Dann machen wir mal hier eins. Na, hat der eine Herr gewünscht gehabt, dass wir ein bisschen mehr mit diesem Teleportieren arbeiten. Was ich auch nachvollziehen kann. Gerade wenn wir jetzt hier die ganze Zeit in der Höhle unterwegs sind. Perfekt. So. Tada! Dafür ist die Mod ja da, letztendlich, ne? Von daher. Ach, siehst du, wir können natürlich auch mal gucken, wie es aussieht hier mit TravelNet. Wie teuer bist du eigentlich? Ah, 9x Mese ist schon ganz schön heftig. Ich meine, gut, wir haben eigentlich relativ viel Mese. Wir haben fast 6 von. Also so ein paar könnten wir uns davon durchaus schon bauen. Warte mal ganz kurz, es gibt ja noch die anderen Dinger, ne? Es gibt auch noch diesen Fahrstuhl. Der wäre mir persönlich von der Optik auch lieb. Wow! Warum sagt mir das keiner, dass der so billig ist? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Weißt du? Alle schreien hier rum wie die Beknackten? Ha? How to make dich unbeliebt. Aber keiner sagt mir, dass wir auch einen Aufzug bauen können. Das wäre natürlich richtig nice. Wo ist unser ganzes Eisen hin? Haben wir kein Eisen eingeschmolzen? Leck mich doch. Gut, wir reparieren erstmal unsere Äxte. Und währenddessen machen wir mal Kriegsberatung. Ich glaube, ich brauche ein paar Aufzüge. Das klingt ja doch sehr interessant. Alter, wir haben 3 Spitzhacken vernichtet. Das darfst du keinem erzählen, Alter. Das darfst du keinem erzählen. So, gib mal her, gib mal die Öfen. Du gehst mal da rein. So, by the way. Achso, du hast auch. Du auch. Riss mal um rein.
Was soll ich das machen? Genau. Glas haben wir ja massig. Genau, Spitzhacke wollte ich noch bauen. Da bauen wir ein paar Fahrstühle. Machen wir quasi bei jeder Mine, machen wir dann quasi einen Fahrstuhl auch hin. Rainbow. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Weg da. So. Wo habe ich den Flint hingemacht? Der hatte doch irgendwo extra gelagert, oder? Oder war der auch hier mit drin? Nee. Eben, Flint hatten wir extra gelagert. Die Frage ist nur, wo? Ach, hier. Okay. Dann war er doch hier. So. Was wir brauchen, ist natürlich mal wieder hier unser wunderschönes Dixie-Buster. So, wie gesagt, dann bauen wir jetzt ein paar, also in der nächsten Folge dann jetzt denn, ein paar Fahrstühle und klatschen dann überall schön ein paar Fahrstühle hin. Ich würde aber gerne den ersten Aufzug vielleicht ein bisschen versteckt machen, dass man nicht gleich direkt von hier ganz oben direkt nach ganz unten kommt. Sonst haben wir halt einfach zu viele Gäste, die da irgendwie rum direkt uns die ganzen Dinger da plündern. Ich meine, die wissen, wo das Ding ist, können da gerne das Ding auch benutzen. Aber muss ja nicht sein, dass jeder direkt da, der hier auf den Server rumkommt, jeder K.O. da irgendwie mal rum K.O.tisiert. Genau. Bis zur nächsten Folge.